Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und es tut mir unfassbar leid, liebe Saskia. Grüße gehen raus, du musstest wirklich sehr lange auf deinen Vorschlag warten. Es tut mir wirklich sehr leid, ich habe versucht, alle Vorschläge so schnell wie möglich zu machen, aber wie schon gesagt, zwischendurch kommen halt neue Zuschauer, die auch noch Vorschläge bringen und ich versuche dann immer die neuen Zuschauer bisschen mit schneller einzubinden, dass die Videos von den neuen Zuschauern schneller kommen und ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn ein paar Zuschauer, die jetzt schon ein paar mehr Vorschläge geschickt haben, ein bisschen länger warten müssen. Wie schon gesagt, ich würde auch gerne, dass die neuen Zuschauer ja ihre Vorschläge auch bekommen. So, ja, Saskia, du hast dir gewünscht, dass ich finde den richtigen Schlüssel Teil 2 reagiere. Ey, für Crispy Rob wäre das jetzt echt asozial, wenn da eine Spinne wäre. Ne? Das wäre echt scheiße. Also wie schon gesagt, ich kenne ja viele Videos von ihnen. Und das wäre echt doof, wenn da jetzt eine Spinne wäre. Aber ich muss sagen, er hat sich unfassbar gut angestellt. Ne? Er musste, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Aufgabe war. Er musste irgendjemand auf der Terrasse befreien und der Schlüssel war bei der Spinne. So, und das ist natürlich für einen, der eine extreme Phobie für Spinnen hat. Also ich hätte damit jetzt nicht so krasse Probleme. Außer da wären jetzt so Wespen. Also da würde ich sagen, bleib da hinten dran, ist mir egal, da verreckst du halt. Schlüssel kommst du nicht ran. Tja, scheiße gelaufen. Also bei Wespen, gut, würde ich das bei einer Wespe machen, wenn ich so wüsste, in so einem großen Glas, bei einer Wespe und einem Schlüssel, wo ich ganz schnell so reingreifen könnte. Nee. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal genug Zuschauer habe, werde ich mich mal richtig blamieren. Ich glaube, irgendwann werde ich mal so ein Abonnenten-Special machen, wo ich mich mal richtig blamiere und da werde ich mich mal bei irgendwo anmelden, bei einem Imker, wo ich mal einen Tag helfe. Das wäre, also, da, nee. Direkt Krankenwagen. Oh. Also, ja, hallo! Ich bin Steiner, hallo, ey. Falscher Kanal. Jo! Yo! Einem neuen Video und Freunde, heute mit Special Guest an meiner Seite und zwar zu meiner Rechten, Gewitter im Korb! Und zu meiner Linken, Francesco! Oh! Yeah! Heute spielen wir ein ganz, ganz simples Spiel und zwar finde den Schlüssel. Irgendwie geht das? An sich ganz einfach, denn es gibt hier drei Schlüssel in dieser Schale und nur einer passt. Und jeder... Der Jans denkt so, nee, das... Der Blick so die ganze Zeit von Jan. Nee, das verstehe ich nicht. Scheiße, das ist immer zu kompliziert. Und die... von Tim. Entschuldigung, von Tim. Scheiße, ich habe den Witz kaputt gemacht. Ich meine natürlich von Tim. Und Gisela denkt sich so... Und Jan denkt sich so... Fang doch jetzt mal an, das ist doch so einfach, das brauchst du doch jetzt nicht jeden hier erklären, einfach den scheiß Schlüssel hier zu finden. Ah, schön. Jeder von uns zieht einen Schlüssel, ihr spielt beide im Team und wenn ihr den richtigen Schlüssel habt, könnt ihr die Box damit öffnen und den Gewinn behalten. Finde ich gut. Ich bin gespannt, was zu gewinnen gibt. Eigentlich gibt es nicht viel zu erklären. Wollen wir starten? Ja. Okay, let's mal gucken, go. Ob ihr Fehler gemacht habt. Dann schauen wir uns mal an. Wetten, da ist ein Menschenkopf drin, ja? Wer weiß, ich hoffe nicht. Let's go. Langweilig. Box Nummer 1. Oh, ich hasse oh. Sowas. Oh. Joker. Alles klar. Eine Blu-ray mit dem Film Joker. Habt ihr den gesehen? Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, echt nicht? Nein, auch noch nicht gesehen. Du? Ja, hab ich. Das ist übertrieben krass. Das ist gut. Ich habe ihn angefangen im Flugzeug, als ich aus der Türkei geflogen bin. Und wir hatten so Turbulenzen. Und ich musste den Film ausmachen, weil es mir zu gruselig wurde. Ich bin kein Fan von Turbulenzen. Und dann auch noch so... Ich will mal wissen von euch da draußen. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Es liegt einfach dran. Ich habe eigentlich schon fast mit 12 angefangen, Horrorfilme zu gucken. Ich erkläre, ihr wundert euch jetzt und sagt euch, hä, mit 12? Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Meine Eltern sind damals immer, waren den ganzen Tag immer arbeiten und abends haben die super gerne Horrorfilme geguckt. Und wenn beide Elternteile natürlich einschlafen, bevor der Film überhaupt anfängt, weißt du, die haben erstmal die CD reingemacht, ne? Reingemacht, 5 Minuten später höre ich Schnarchen bis zu meinem Kinderzimmer und denke mir so, ja, könntest du mal ganz heimlich mal gucken, was die sich da angucken. Und das waren so ganz, ganz alte Filme wie, ein ganz alter Sorteil, kann ich mich noch dran erinnern. Resident Evil, Wrong Turn haben die sich ganz gerne angeguckt. Conjuring-Teile gab es da in der Zeit noch nicht. Nee, das, und Schweigen der Lämmer und Pipapo. Und irgendwie habe ich dann...
immer öfter so zugeguckt und irgendwann wurde ich dann halt älter, 16, und dann haben dann auch meine Eltern gesagt, ach komm, setz dich hin, du kennst doch eh schon alle Filme aus, wenn ich die mal geguckt habe und eingeschlafen sind. Ja, kenne ich schon, jetzt passiert das. Das war wirklich so, ne? Ich konnte dann wirklich die Filme dann alle schon nachspielen, weil, ja. Ja, also ich penne fast schon bei Horror. Es gibt's selbst der S Chapter 2 fand ich so langweilig. Also nie langweilig, aber nicht ein Schockmoment. Weiß ich nicht. Ich bin da. Thriller gucken. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ja, das heißt, das war ein guter Film. Das ja, stimmt. Alles klar. Dann Falco, fang an. Okay. Oh. Genau, der letzte Schlüssel ist bei mir. Dann darfst du auch anfangen. Okay. Okay, bitte schon. Ah, okay. Da bewegt sich was. Nee. Nicht so richtig. Nicht genug. Sicher? Keine ja. Das ist so hoffnungslos. Jetzt dreht sich so. Du darfst weitergehen. Gut, dann bin ich dran. Guck mal, ganz einfach. Was? Hammer. Was? Dann kann ich mein Filmerlebnis. Wenn meine jetzt auspasst, müssten wir ihn auch in der Mitte durchsetzen. Also komm, das war jetzt unterhalten. Ich darf mein Filmerlebnis zu Ende führen. So, ist das Apfelerlebnis und hältst die Fresse. Ich will das Apfelerlebnis. Das Apfelerlebnis ist halt mir was angetan. Das legendär. Ja, das Apfelerlebnis. Gut, diese Runde können wir den Schlüssel ja schon mal einfach vorab ziehen. Ich nehme ihn. Ich habe wieder ein gutes Gefühl. Was sagt dein Gefühl? Das könnte sein, ja. Was sagt dein Gefühl? Und was ist doch ganz final gerade irgendwie. Na, dann wird das nicht. Aber cooler wäre es gewesen, wenn die ins Glas noch irgendwie so Spinnen oder sowas gemacht hätten. Giftige Schlangen oder Ameisen, Bullet-Ameisen, ne? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die Ureinwohner, die den Handschuh so anziehen, wo der Schmerz halt so weh tut, wie wenn man erschossen wird. Von ein Biss, einer. Sowas wäre doch mal lustig. Mal gucken, was jetzt als Überraschung ist. Dann darfst du anfangen. Okay, was haben wir hier was in der Box? Was ist das? Was ist das? Schwarzwald Dry Gin. Einer trinkt es gerne, der andere lebt davon. Der gute Monkey Gin. Ich versuch's mal. Der Gin ist... Oh! Krass! Das wird ein schöner Livestream. Nächste Runde. Worüber würdet ihr euch freuen? Gibt es irgendwas, worauf ihr richtig Bock hättet? Was ist Leckeres? Ein Flatscreen. In der Box. Die neue Xbox wieder an, was drin ist. Oh, ein süßes Popsocket. Ein richtig süßer Popsocket. Ich dachte, es ist ein iPhone. Ich dachte jetzt gerade auch Popsocket. Ich dachte gerade, es wäre so ein Ei. Also, wie Jan, ich dachte, es wäre irgendwie so ein Handy. Jetzt mal eine ganz dumme Frage. Was ist ein Popsocket? Was ist das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das höre ich heute zum ersten Mal. Was ist das? Habe ich was in meiner Kindheit verpasst? Gab's das damals bei uns im Osten? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Popsocket mit Katzen. Mag jemand Katzen? Ja. Das wäre für dich das Perfekte. Ach, ja. Du hast doch eine Katze, oder? Bei meiner Mutter zu Hause. Okay. Bei mir in Köln gibt es leider keine Katzen, also zumindest keine echten. Okay. Aber das könnte ich ja demnächst noch ändern. Katze. Katzenfleisch. Ja, wer weiß, vielleicht versüßt diese... Die nächste, die ich sehe, wird entführt. Vielleicht versüßt dieser Katzenpopsocket ja deinen Alltag. Du darfst öffnen. Wie schön ist dir. Sag mal, kann das sein, dass fast alle Schlüssel gehen, außer Aina oder so? Ja, im Kopf Magie, die er da mitgebracht hat. Ich glaube, wir sind davon. Voll traurig. Ich will auch ein bisschen davon. Aber bis jetzt, okay. Bist du glücklich über den Popsocket? Passt so sehr wie über den Schlüssel. Was ist denn Popsocket? Vielleicht ziehst du ja den richtigen Schlüssel. Das. Also bei uns im Osten, ne, mussten wir damals 5 Stunden für Bananen anstellen. Denkst du, ich will was, ein Popsocket, Mockel, Kockel... Schockel ist oder was? Ist das der Richtige? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der ist... Ich habe schon der Richtige. Ah, nee, diesmal... Ja, doch. Spricht er mit dir? Er spricht mit mir. Was ist das? Das ist ein Harry Potter... Ach, das ist das Tagebuch von Tom Riddle. Ja, süß, ist witzig. Das nehme ich doch mit, oder? Nee, du hast gesagt, das ist der Richtige. Genau. Wie hieß denn der Streamer? Ich komme gerade leider nicht auf den Streamer.
Auch ein ganz bekannter Streamer, der hat auch schon mit Pete Smeed und der kriegt voll oft so Harry Potter Sachen und sowas geschenkt. Denkt nach, Mann. Ich weiß es gerade nicht. Wäre perfekt für ihn. Ich guck den so oft und ich meine Demenz. Jawohl! Es klemmt nur. Wir nehmen heute alles mit nach Hause, hab ich das Gefühl. Das will ich noch, das will ich noch nicht mal haben. Oder einfach so tun. Jetzt kann ich endlich mein Tagebuch weiterführen, ohne dass es jemand lesen kann. So wie das Tagebuch der Anne Frank wurde irgendwann auch nicht mehr fortgeführt. Eine Kleinigkeit werde ich schon jetzt bekommen. Das, hier ist das der Wichtige. Das war sehr zielstrebig. Du musst ein bisschen mehr Energie in den Schlüssel packen. Und zack, war's das. So einfach. Alright. Ja, wenn nicht jetzt. Ja, den Triss kannst du ruhig aufschließen. Ich will was zu müssen auf. Echt. Lego braucht echt alle Lizenzen, ne? Die haben, glaube ich, jetzt schon alle Lizenzen durch. Ne? Die haben, glaube ich, sogar Marvel. Und ja, ich bin nicht der größte Lego-Fan. Ich habe damals mit Lego gespielt, aber für mich war Spielzeug. Ne? Nicht so wie mein Onkel, der sein Lego-Zeug irgendwie für, keine Ahnung, 5.000 oder so verkauft hat. Nee, ich habe damit gespielt. Ich habe ein Haus gebaut und habe das kaputt getreten. Oder was ich auch gemacht habe, ganz gerne mal mit Lego. Ich war damals voll der Insektenforscher voll gerne. Ich war mit meinen Kumpels draußen. Da war ich aber wirklich nur ein kleiner Knirps. Ich glaube, mit acht, mit neun war ich so übelster Insektenforscher. Wir hatten bei uns in der Nähe einen Wald, ne? Also es sind immer Kinder verschwunden, haben wir uns gedacht, wäre eigentlich perfekt, dass wir da mal rumlaufen. Wirklich, ne? Das sind wirklich irgendwie, ich glaube, was heißt Kind da? Ich glaube, ein Kind ist da verschwunden. Obdachlose hatten da immer ihre Plätze. Haben uns gedacht, ja, hier verschwinden Kinder, wir gehen jetzt mal in den Wald und gucken mal nach Käfern und sowas. Und da war es abends ich glaube um 8, war schon übelst dunkel. Das Geile war, ich sollte um 6 zu Hause sein. Ich habe danach, glaube ich, einen Monat oder so Hausarrest oder 2 Monate Hausarrest bekommen, weil mich meine Eltern schon gesucht haben. Nicht nur mich, auch meine Kollegen, die dabei waren, die wollten schon Polizei rufen, weil die ganz genau wussten, dass wir in den Wald gerannt sind. Und da kam ich so mit übel so, ja, guck mal, Mutti, guck mal, Papi, ich habe voll viele Insekten gesammelt, mache ich jetzt in mein Lego-Haus rein. Pass auf, Alter, wir haben dich gerade gesucht, ey. Du kannst so froh sein, dass hier gerade die Polizei vorsteht, sonst wird mir... Boah. Ja, und dann habe ich erstmal 3-4 Jahre das Sonnenlicht nicht mehr gesehen. Aber mein Lego-Haus durfte ich behalten und da habe ich die Insekten alle reingemacht. So Marienkäfer, Würmer, Schmetterlinge, Ameisen, ach alles. Ich habe alles gesammelt und hab die dann irgendwie gefüttert. Hab dann irgendwie Wasser reingemacht, Zucker, ich weiß nicht wieso. Das habe ich irgendwie voll lange gemacht. Habe ich auch mit Spinnen gemacht. Ich hatte so ein Spinnenhaus, ein übelst großes. Und meine Mutter wollte mein Zimmer aufräumen. Und ich hatte nicht nur Weberknechte, sondern ich hatte auch so wirklich solche dicken Flaten in dem Haus drin. Meine Mutter wollte so mein Zimmer aufräumen. Da war ich gerade so bei einem Freund. Und der hat neben mir direkt gewohnt, also eine Haustür direkt weiter. Und die hat gekreischt. Ey, das habe ich gehört. Und die ist dann nicht mehr in mein Zimmer gegangen. Und ich hatte an dem Tag, ich glaube, ich weiß gar nicht, an jeder Ecke irgendwie gefühlt 10 Spinnen oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel Spinnen ich im Haus hatte. Aber sonst, Lego war nie so mein Fall, wie schon gesagt. Ich würde sogar eine Gin-Flasche dafür umtauschen, wenn ich sie hätte. Die hast du leider nicht. Minecraft, Lego, Falco. Nein! Oh. Hä, was? Aber es klemmt, oder? Es klemmt. Nein, oder? Nein. Sicher? Nee. Ach, Falco. Jetzt ganz easy. Leid. Ja. Einmal, zweimal, dreimal. Das kann ich mir wohl vorstellen. Ja. Wenn man das verpackt lässt, das wird bestimmt in 10, 20 Jahren richtig heftig Wert haben, ne? Wie schon gesagt, mein Onkel hat viele Sachen noch verpackt gelassen. Der hat sogar Ü-Eier. Das hab ich auch Minecraft und Falco, hat das ist wirklich eine Welt. Oh, danke. Genau. Die Geld nicht so ganz. Wow, danke.
Eine Melone. Ja. Kann man immer gut gebrauchen. Komplett. Liebt die Melone. Bei diesem heißen Wetter könnte ich jeden Tag Wassermelone essen. Das stimmt. Die passt doch so perfekt in die Box. Wie ein menschlicher Kopf. Bringt nichts, weil er hat schon wieder eine richtige Schlüssel. Nee, glaube ich nicht. Nee, guck mal. Ja, oh. Mal. Hier ist dein Schlüssel. Es tut mir leid, aber du hast immer noch nicht den richtigen Schlüssel gehabt. Und ich gratuliere dir zum ersten Mal. Oh ja. Und jetzt klappt er ohne. Oh, zum ersten Mal. Oh ja, echt. Aber die schenke ich dir. So. Danke, danke. Aber ja, über die freue ich mich. Ich darf heute Joker gucken und Wassermelone essen. Und ich werde dessen meine Minecraft-Figur aufbauen. Was macht ihr mit dem Hotsocket, dem Nee, Falco, niemals. Nee, nee. Ich würde die definitiv nicht aus der Verpackung rausholen. Niemals. Ich würde die original verschweißt als Anlage irgendwo verstauen. Das wäre das Einzige, wieso ich so Lego jetzt noch sammeln würde. Oder wie schon gesagt, mein Onkel hat dann Lego und Ü-Eier gesammelt. Der hat den ganzen Keller voll Ü-Eier. Den ganzen Keller. Der hatte alles. Also er hatte von den Schlümpfen hatte der alle Teile. Und ich glaube, das waren irgendwie 6000 Ü-Eier. Aber dafür hat er gar nicht so viel bekommen. Das ist mal ein Aufwand. Alright. Oh, oh. Oh, was? Alter, was für dicke Packungen? Ganz viel Kinder Bueno. Das ist aber nur für dicke Kinder. Wenn ich es bekomme, dann heile ich es natürlich. Weil was übrig ist. Okay, Freunde. Wer wird es sein? Deins wird es sein. Können dir Kadies? Nee. Oh! Nee! Nee. Also, das reicht jetzt erstmal, glaube ich. Der Livestream wird lang. Heute ist irgendwie Süßigkeiten-Tag. Oder? Heute ist allgemein euer Tag. Ich fühle mich ein bisschen, kennt ihr diesen Superzeug? Vor allem, wenn sie alle teilen und Tim nimmt einfach alles und gibt dir eine Packung ab. Er nimmt einfach alles. Das ja, ja, so ja. Fühle ich mich gut. Ja, nur so die leicht günstigere ja. Version. Okay, okay. Alright. Was sagt der Schlüssel dir, Falco? Es könnte sein, wie auch nicht diesmal. Es ist ein bisschen unsicher, mein Schlüssel. Diesmal eher nein, sagt er. Okay, okay. Sagt er. Eine richtige italienische Hexe. Genau. Oh, ich glaube, ein wenig. Ja, oh, sag ich mir Diabetes. Was glaubt ihr, was passiert, wenn ich davon eine trinke? Ist eine gute Frage. Darfst du sowas trinken? Hey, was ist denn? Dürfen ja. Okay. Passieren ungute Dinge eine Stunde lang. Das ist ein Energy, oder? Ja. Ach, schade eigentlich. Das hier ist ja wirklich meine Schwäche. Auf jeden Schade. Fall die nächste Woche nicht mehr zur Tankstelle fahren. Machen wir weiter. Ja. Sicher? Ja, nee. Okay. Jetzt. Ja, nee. Was ist es? Oh, eine kleine Spielzeugdrohne. Oh, wie geil ist das denn? Darf ich zuerst eine Drohne? Balkon liebt Drohnen. Falco, erwarte nicht, dass du diesmal wieder was geschenkt bekommst. Oh, ja, ich spiele schon, damit ich zu viel habe. Oh. Willst du dran riechen? Ich glaube, wir kommen zur letzten Runde. Die letzte Runde ist... Oh, ein Nintendo Switch-Spiel. Oh, oh, das hätte ich gern. Ich liebe Nintendo Switch-Spiele. Same, allgemein. Switch ist so eine geile Konsole. Und mein Gewinn liebst du auch. Du frisst den nämlich auf wie ein fettes Schwein. Na. Okay. Doch, nein! Nein! Komm schon. Oh! Mein zweiter Gewinn. Zweimal nur, ne? Hast du die Lego nicht von ihm bekommen? Ja, aber die Melone ist glaube ich. Alles klar, Freunde. Wenn es dir gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Schaut auf jeden Fall bei Gewitter im Kopf vorbei. Da haben wir nämlich auch ein Video gedreht. Und bei Falco, da gibt es auch was zu sehen. Freunde, danke, dass ihr mitgemacht habt. Sehr, sehr gerne. Sehr, wenn sehr du nochmal sowas machst, dann bestimmt. Okay. Beim nächsten Mal bitte mehr, Jane. Wir haben es uns gemerkt. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüssi. Ja, Gisela ist aufgemacht. Ach, gerne. Oh. Auch jetzt so? Gisela ist ein bisschen enttäuscht, war ein bisschen zu wenig Gin. Also mich hätte es noch ein bisschen gefreut, wenn die das noch ein bisschen, also jetzt nie hier mit Spinne und sowas, ne? Aber wenn man
Das ist ein bisschen, ja gut, anders kann man es, wie soll man das anders machen? Das wäre natürlich auch doof, weil derjenige, der den Schlüssel hat, hat der so sozusagen schon gewonnen. Vor allem, wie geil das ist, wie die sich so über solche Sachen freuen, so, wenn ich mir so über die Klickszahlen von denen so angucke und man das ja ungefähr so ausrechnen kann, oder es gibt ja Seiten, die es ungefähr ausrechnen, so, die konnte ich doch von 5 Milliarden Sachen kaufen, Mann. Ich nicht. Nee, aber war ein cooles Video. Hat mir echt Spaß gemacht. Den Gin hätte ich definitiv auch noch genommen und den Energy. Aber ich würde mir Energy niemals an der Tanke holen. Also hier bei uns an der Tanke kostet so der billigste Energy, bezahlt man glaube ich schon fast 2 Euro oder so. Gehe ich einfach hier in einen scheiß Laden, bezahle ich für den billigsten Energy ohne Pfand 30 Cent. Wo ist das? Nee, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv da tief, akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.